So, da sind wir jetzt hier mit dem einzig wahren, wunderbaren, Patrick Bach. Ja, du bist jetzt heute hier. Ja. Bevor wir jetzt auf Stranger Things eingehen, noch ganz kurz zu deiner Karriere. Ich bin mit dir aufgewachsen. Das ist also für mich immer krass. Wir haben uns, glaube ich, vor 3 Jahren zum ersten Mal gesehen. Davor kannte ich dich wirklich, wie gesagt, nur aus dem Fernseher. Silas, Anna, unvergessen. Mhm. Wie ist das für dich, wenn du jetzt sozusagen 40, 45 Jahre später mal zufällig zu Hause rumsäppst und plötzlich läuft im zweiten Programm, Pam, dann eben eine von deinen alten Serien? Also ich finde das natürlich fantastisch, dass diese Serien auch immer noch gezeigt werden, weil klar, es war eine grandiose Zeit, wir haben tolle Serien gemacht, qualitativ hochwertige Serien gemacht. Wir hatten Zeit, wir hatten Geld, alles Dinge, die heute nicht mehr vorrangig sind, leider, zumindest im Mainstream-Bereich. Und ja, und ich freue mich auch, dass es jungen Leuten, auch tatsächlich Kindern heute gefällt, deren Eltern das ihnen zeigen. Das freut mich unfassbar natürlich und weckt auch Erinnerungen, selbstverständlich. Also ich denke dann immer an die Zeit wieder zurück und es war eine sehr, sehr coole, schöne Zeit. Du hast ja quasi sehr jung angefangen als Kinderstar. Ich glaube, du warst damals 12 oder wo es losging. Gibt es irgendetwas, was du, wo du sagen würdest, das war jetzt, oder würdest du nochmal so jung anfangen oder würdest du heute sagen, deinem jüngeren Ich irgendwie so, wenn du in die Zeit zurückreisen könntest, irgendwie so, fang lieber später an, weil es immer so heißt irgendwie, man soll nicht zu früh anfangen, aber andererseits dadurch kann man ja erstmal eine Karriere starten, wenn man sozusagen schon früh den Fuß drin hat. Das ist ja sozusagen Pro und Contra. Was würdest du sagen, was war der Vorteil und vielleicht auch der Nachteil davon, eben so jung anzufangen? Ja, also wenn man so jung wie ich anfängt, dann kommt natürlich immer gerne sofort der Spruch, man verliert seine Jugend, diese ganze Kindheit geht verloren. Und das, muss ich sagen, war bei mir nicht der Fall. Also ob das die Schule war, ob das meine Freunde waren, die haben alle das sehr, sehr cool mitgemacht und fanden das gut und haben mich auch supportet im Prinzip. Und klar, man verliert ein Stück, ich sage jetzt mal, Privatsphäre natürlich. Aber letztendlich habe ich früh anfangen dürfen, habe viel früh lernen können, habe tatsächlich auch den Sprung ins Erwachsenensein geschafft, was für viele eben schwierig ist und schwierig war. Auch denken an Shirley Temple oder an, gibt viele Kinderstars, die es eben über dieses Erwachsensein nicht rüber geschafft haben. Und das Rezept dafür kann ich bis heute auch nicht sagen. Es hat irgendwie funktioniert. Und deswegen kann ich nur sagen, bin ich froh, dass ich damals so früh angefangen habe. Musste mich also nicht spät noch dafür entscheiden und vielleicht wäre der Weg nach dem Abitur oder nach einer Ausbildung auch deutlich schwieriger geworden. Aber gab es auch Schattenseiten? Weil ich könnte mir auch vorstellen, gerade irgendwie in der Schule vielleicht, dass dann Leute auch neidisch sind und dann vielleicht irgendwie dumme Sprüche irgendwie drücken, weil sie eben nicht ertragen können, dass man eben schon so jung Erfolg hat und von allen Leuten geliebt wird und die Mädels vielleicht auf einen abfahren, während sie selber eben nur, ich sag jetzt mal, unbekannter Schüler sind. Also wie gesagt, die Schule hat das auch, hat das alles super mitgemacht. So, ob das die Lehrer waren oder meine Klassenkameraden. Klar, es gab so ein paar Situationen und Geschichten, die waren so ein bisschen, ja, ich sag mal, heute würde man sagen weird. Also es gab mal so einen, der war im Knast und hat irgendwie seine Zelle mit meinen Postern damals tapeziert und war dann bei uns und war im Garten, stand vor der Tür und weil die Adresse irgendwie von der Bravo als Autogrammadresse abgedruckt worden ist, dann stehen auf einmal so Menschen vor der Tür, wo du sagst, oh, ich weiß jetzt nicht, ob die so koscher sind, wie man sie sich vorstellt. Letztendlich ist zum Glück nie was passiert. Und ja, klar, gibt Momente, wo man denkt, ich würde auch gerne jetzt irgendwie für mich allein sein. Und dann stehen draußen irgendwie schreiende Mädels oder Kinder in deinem Alter. Das war damals tatsächlich so ein bisschen, hatte so Tokyo Hotel ähnliche Züge. Und trotzdem, ich bin damit immer gut umgegangen. Also erstaunlicherweise habe ich irgendwie das ganz gut verkraftet und irgendwie aufgenommen. Und auch heute noch, muss ich sagen, kann ich damit gut umgehen. Und habe auch jetzt nicht das Gefühl, okay, irgendwie ist was nicht gut gelaufen oder es hätte anders sein müssen. Also kann ich aus meiner Sicht, meiner Person nicht sagen. Moment, die Bravo hat damals Privatadressen abgedruckt? Ja, das war angeblich sollte eigentlich eine Autogrammadresse gewählt werden und dann war unsere Privatadresse. Und dann standen 30, 40 Kinder, Mädels und Jungs vor der Tür, hauptsächlich Mädchen natürlich, die dann gekreischt und geschrien haben, haben mit dem Wasserschlauch irgendwie bei uns im Souterrain die Fenster angespritzt, damit ich irgendwie, weiß ich, mich am Fenster zeige und haben im Garten übernachtet mit einer Silasplatte im Arm. Und da gab es also ganz wilde Sachen. Und da sind wir irgendwann umgezogen, ich glaube 1994
85 oder so, und dann war zum Glück, war es dann vorbei. Ich meine, wie krass ist das? Ich stelle mir das vor wie bei Das Leben des Brian, wo der Typ da das Fenster aufmacht und plötzlich ist das ganze, die ganze Stadt vor der Tür. Ich meine, wie weird ist das, wenn du da noch so jung bist und plötzlich hast du dann so 30 unbekannte Mädels, die völlig steil gehen und bei dir vorm Fenster stehen? Ja, ja, das war schon eine abgefahrene Zeit damals und Situation. Aber komischerweise bin ich damit irgendwie ganz, ganz gut umgegangen. Auch ich fand es immer ganz lustig so. Also bei mir war die Grenze, wo ich sage, oh, ich habe da keinen Bock drauf oder so, die war, ich sag mal, wirklich extremst hoch. Und irgendwann habe ich mich dann einfach zurückgezogen. Und am nächsten Tag habe ich wieder gesagt, ja, das ist doch ganz lustig oder so. Also ich habe das immer irgendwie ganz gut aufgenommen. Gab es mal einen Punkt in deiner Karriere, wo du mal vielleicht gezweifelt hast, wo du gesagt hast, boah, ist es das überhaupt, die Medien und dieser ganze Glamour und dieses ganze Kurzlebige? Nee, kann ich eigentlich also auch nicht sagen. Also mir hat der Beruf, ist mir nie zuwider. Also nach Silas, also muss ich sagen, nach den ersten Serien war es immer so, dass ich natürlich nach den Dreharbeiten echt kaputt war. Und wir haben, damals gab es kein Jugendamt, was geguckt hat, dass man 4 Stunden am Tag dreht und dann, weiß ich, 2 Stunden Pause hat und dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden. Da hast du 10, 12, 14 Stunden lang hast du vor der Kamera gestanden. Ob das nun im Sturm war, ob das irgendwie im Neoprenanzug in einem Fluss geschwommen ist, 5 Stunden, das hieß so lange, bis geht. So. Und nach den Serien war ich dann in der Regel, oder nach der Serie, nach Silas zum Beispiel, habe ich dann gesagt, oh nee, Schauspieler will ich jetzt nicht werden. Das ist echt anstrengend. Ne? Das ist schön und macht Spaß, aber es ist anstrengend. Aber es kommt natürlich wieder der Punkt, wo man merkt, auch jetzt habe ich wieder Bock. So, jetzt habe ich wieder Spaß dran. Und die nächste Serie, Jack Holborn, kam ein Jahr später. Da war viel Zeit vergangen, viele Monate, und dann habe ich natürlich gesagt, oh cool, Piratenserie. Ja, das ist ja ein Traum eines jeden Jungen, ne? Irgendwie, dass man irgendwie auf einmal wieder irgendwo auf so einem Schiff steht mit dem Säbel und, keine Ahnung, die Kanonen schießen und so. Ja, und dann habe ich im Prinzip immer wieder mich neu in dieses neue Projekt reingearbeitet und habe auch immer wieder Spaß dran gehabt. Und mit dem praktisch Wechsel vom Kinderschauspieler zum Erwachsenen und dem Angebot mit Anna, was dann in dem Moment auch gerade zufällig und glücklicherweise kam, habe ich gedacht, wow, cool, ich hätte zur Bundeswehr gemusst, da habe ich dann mich immer weiter nach hinten schieben lassen. Ich hätte irgendwas studieren müssen, hätte irgendeine Idee eines Studiums haben müssen, hatte ich auch nicht so wirklich. Dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt mache ich erstmal weiter. Funktioniert ja, passt ja. Und dass Anna so ein Erfolg wurde, konnte natürlich auch keiner wissen. Und auf diesem Erfolg aufbauen, mit dem Film danach noch, habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist ein cooler Beruf, macht wahnsinnig viel Spaß. Wenn man arbeitet, verdient man auch nicht so schlecht. Machen wir. Mega. Bevor ich jetzt zu einem aktuellen Projekt komme, muss ich einmal ganz kurz den Akku wechseln. Der blinkt nämlich gerade plötzlich ganz stark und ich gehe mal auf Nummer sicher. So, und here we go again. Ja, jetzt hast du was Neues gemacht. Du spielst mit in einem Kurzfilm. Mhm. Und zwar Tears of War. Vielleicht mal dazu ein paar Worte. Es ist ja ein Antikriegsfilm. Ich glaube, das ist auch gerade in der jetzigen Zeit. Ich bring das ruhig mit rein. Hier auch wahrscheinlich eine sehr wichtige Botschaft. Beschreib mal ganz kurz. Zieh ruhig mal ganz kurz hin. Worum geht es in Tears of War? Ja, Tears of War ist im Prinzip ja tatsächlich ein klassischer Antikriegsfilm eines Soldaten, der an der Front im Zweiten Weltkrieg halt, wie es wahrscheinlich bei vielen so war, müde war, kaputt war, nicht mehr will, seine Frau verloren hat im Krieg und sich natürlich ganz klar fragt, warum mache ich das hier eigentlich und für wen mache ich es eigentlich? Und im Grunde genommen die Aussage ist, dass die Liebe am Ende den Krieg praktisch schlägt, im Grunde genommen. Und das ist, wie gesagt, relativ kurz und knapp. Und ich habe eine Szene mit unserem Patrick Sass, der da diesen Film geschrieben und ins Leben gerufen hat und hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, sozusagen in dieser ersten größeren Szene seinen Vorgesetzten, den Hauptmann, zu spielen. Zwischen den beiden gibt es eine Beziehung, die natürlich im Krieg gemeinsam, was jetzt dort nicht so erzählt wird, aber im Prinzip könnte man das im langen Film dann erzählen, an der Front irgendwo eine Freundschaft geschlossen haben, trotz der Hierarchie, die zwischen ihnen besteht. Und ich habe ihn noch nicht gesehen. Insofern kann ich noch nicht sagen, es ist ein wundervoller, toller Film. Aber ich denke mal, das wird er sein, bei dem Gefühl, was ich habe. Und hoffe, dass er natürlich auch, wird auf Festivals gezeigt und soll in Toronto auf dem Filmfestival irgendwie sozusagen mit ins Rennen gehen. Und würde mich natürlich freuen, wenn da ordentlich Zuspruch kommt, weil es ein schönes, kurzes, sehr spontanes Projekt war. Aber wie wichtig ist es auch gerade in der heutigen Zeit, wo man das Gefühl hat, also 2024, die Menschen sollten längst auf dem Mars sein. Und stattdessen haben wir, glaube ich, gefühlt so viele Kriege wie irgendwie nie zuvor. Eben dann wirklich mal mit so einem Film vielleicht nochmal die
die Leute mal so ein bisschen irgendwie zum Nachdenken zu motivieren, dass eben Krieg einfach nichts bringt. Ja, also ich glaube, wir, die wir hier sind und die wir Menschen, die wir so um uns herum kennen, die, glaube ich, die denken die meisten, hoffe ich jedenfalls alle das Gleiche, dass Krieg nie ein Ausweg ist und nie ein Ziel hat irgendwie und dass im Grunde genommen eigentlich alle die Verlierer sind. Was traurig ist, dass es leider viele Menschen und viele Diktatoren, irgendwelche Menschen an der Spitze eines Landes gibt, die der Meinung sind, wenn ich jetzt Raketen von links nach rechts oder umgekehrt schieße, dann wird sich irgendwas ändern auf diesem Planeten. Und das tut es natürlich überhaupt nicht. Insofern ist es ein schöner kleiner Kurzfilm, der zum Nachdenken anregt. Die Hoffnung, dass dann Kriege beendet werden, ist wahrscheinlich eher nicht der Fall, aber die haben wir wahrscheinlich weniger. Aber ich finde, dass wir trotzdem immer mal wieder darauf hinweisen müssen, dass man Dinge gibt in allen Bereichen des Lebens, wo man die Menschen sensibilisiert, dass eben solche Kriege und Auseinandersetzungen eben nur Menschenleben kosten und wie gesagt unseren Planeten nicht besser macht dadurch. Und ja, hoffe, dass wir damit auch einen kleinen Beitrag dazu tun. Bist du heute auf einer Stranger Things Con? Was verbindest du ganz persönlich mit der Serie? Naja, die Serie spielt in den 80ern. Das ist meine Zeit, wo ich selber angefangen habe zu drehen, meine Jugend. Ich bin groß geworden mit Filmen wie The Goonies, E.T., Stand By Me, Back to the Future. Also alles Filme, die in den 80ern spielen, die irgendwo eine Mischung aus Fantasy, aus Real ist, BMX fahren, Skateboard, also diese ganze, die Klamotten, die Musik in der Zeit, das versetzt einen einfach wieder, katapultiert einen 40 Jahre wieder nach hinten. Und das ist so schön und die Serie ist einfach toll gemacht, diese Mischung aus Realität und dieser Welt, die irgendwie in den Köpfen stattfindet und mit einem tollen Cast. Und ich durfte halt den lieben Sean Astin, der in der zweiten Staffel mitspielt, als Freund von Winona Ryder, durfte ich halt irgendwie synchronisieren und das hat mächtig viel Spaß gemacht und dementsprechend habe ich nicht nur die Serie deswegen, sondern eben auch aufgrund der Vergangenheit aus den 80ern habe ich natürlich diese Serie auch einmal durchgesuchtet, wie man so schön sagt und ja, freue mich. Bin mal gespannt, wenn es dann die fünfte Staffel gibt, wie es da weitergeht. Und meine letzte Frage ist noch, ich habe so das Gefühl, dass sich jetzt nach Corona auch in der Filmbranche eine Menge getan hat, also zum Negativen, also sozusagen, also irgendwie so, keine Ahnung, viel mehr gespart wird, alles irgendwie viel schwieriger geworden ist. Wie nimmst du das wahr? Würdest du sagen, man kann irgendwie einfach unbeschwert reden oder würdest du auch sagen, vielleicht auch aufgrund der Gesamtkrise, dass einfach momentan wirklich, also das Filmemachen nicht mehr so ist, wie es vor ein paar Jahren noch war, sondern dass einfach ungleich mehr Hürden sind, die man daneben muss? Ja, die Zeiten haben sich natürlich geändert. Zum einen haben wir weniger Geld, weniger Zeit. Die großen Player und auch die Studios versuchen Filme natürlich möglichst finanziell gering zu halten. Dann haben wir eine große Diskussion, die um Gender, um Rassismus geht, um Dinge, die man nicht mehr sagen darf, Worte, was das Ganze natürlich erschwert. Und damit müssen wir aber, glaube ich, auch umgehen und das geht auch. Aber es sollte immer irgendwo in der Story des Films irgendwie reinpassen. Also zu sagen, ich weiß nicht, ich setze jetzt irgendwie bestimmte Menschen in einen Film rein, weil eine gewisse Quote irgendwie stattfinden muss, ist am Ende für den Film auch nicht zuträglich. Also man muss irgendwie immer sehen, okay, passt das jetzt oder nicht? Aber letztendlich sind wir in einer Welt des Umbruchs ein bisschen und Minderheiten treten heraus und müssen irgendwie, man muss irgendwie gucken, dass wir alle wieder irgendwie den gleichen Stand haben und so irgendwie eine Gleichberechtigung stattfindet zwischen allen. Und das ist sicherlich, wenn man so die letzten 40 Jahre oder sagen wir 60, 70 Jahre nimmt, auch nicht einfach, weil eben die Menschen alle individuell und verschieden sind und jeder das auch anders sieht und wir natürlich dadurch eine deutlichere, größere Reibung haben zwischen diesen Menschen an sich. Und das spiegelt sich natürlich auch in Texten, in Musik oder auch in Filmen wieder. Aber ich denke mal, dass sich das irgendwann nivelliert und auch wir wieder in so einen Modus reinkommen, wo wir nicht immer irgendwie Angst haben müssen, oh Gott, habe ich jetzt was Falsches gesagt, habe ich was falsch gemacht, habe ich irgendwas an, was nicht in Ordnung ist. Ja, das ist im Moment ein bisschen stärker. Super. Vielen lieben Dank. Danke dir. Immer gerne.